So, da sind wir wieder zurück zu einer weiteren Folge. Ihr seht's ja, das ist ganz klar Assassin's Creed Blood Dragon. Was? Oh. Immer geradeaus. Bremsen wir mal ein bisschen runter hier. Moin, danke. Mein Genick hat geknackt. Ist jetzt durch. Genick gebrochen. So, wir müssen in 3 Stunden schon eine Pause machen. Das ist natürlich nicht mehr viel. Wir haben gerade einen durchschnittlichen Literverbrauch von fast 50 Litern, 48,2 Liter auf 100. Das ist zu 73% gefüllt. Was ist denn jetzt? Achso. Warte mal ganz kurz. Gib mir mal einen Moment. Jetzt ist besser. Jetzt sehe ich auch. Ach, Ingame-Zeit und die echte Zeit. Die echte Zeit ist 0.33 Uhr, Gottverdammt. Ja, das mit den 30 Stunden haben wir sehr gut berechnet. Wir haben jetzt noch Zeit bis Ankunft, 52 Stunden und knapp 40 Minuten. Und haben noch Zeit, aber 82 Stunden und 12 Minuten. Das heißt, wir haben jetzt einen Unterschied zwischen 30,5 Stunden. Hoffnung, dass jetzt niemand kommt. Wir könnten vielleicht doch noch 16 Uhr erreichen. Vielleicht. 16 Tonnen Motorräder geladen. Schön, das alles zu sehen da oben. Wie, ist das vor uns ein Tesla? Mir wird schlecht. Danke.
Warte mal, wieso haben wir denn jetzt nur noch 82.000? Hab ich was verpasst? 82.000? Hä? Also an Geld. Wir haben jetzt nichts ausgegeben. Oder hat irgendeiner wieder Minus gemacht? Und zwar so viel... Oh Gott. Na dein Happy Birthday, ey. Geblitzt wurden, wohnen wir jetzt auch nicht, ne? Geblitzt worden, wurden wir jetzt auch nicht. So rum. So wird ein Schuh draus. So, 3000 Kilometer noch. Plus, minus. Jetzt haben wir noch 3000 Kilometer. So, wir werden langsam müde. Das heißt, wir sollten den Rastplatz in circa ein paar Stündchen nehmen, ne? Also der hier wäre, glaube ich, so mit am besten. Stunde 13. Ansonsten ist halt der doppelte Weg, mindestens. Machen wir eine Stunde 13 Pause. Und in der Zeit hoffen wir, dass wir bis dahin, bis hier, vielleicht sogar bis Oslo kommen. Mal gucken. Fertig zum Losfahren. So, jetzt haben wir gleich nochmal 3000 Kilometer vor uns. Naja, wir haben schon über eine Stunde rausgeholt. Also das ist schon gut. Dafür, dass wir nur gefühlt 6 Stunden Zeit dafür hatten. Die Reichweite vom Tank reicht übrigens nicht. Wir haben jetzt eine Reichweite von 1968 Kilometern. Der Verbrauch so weitergeht, naja, Happy Birthday, ne? Von daher, ja, müssten wir zwischendurch nochmal tanken, vielleicht in Oslo oder so. Konnte keinen Auftrag finden. Super. Und musste ohne Lieferung zurückfahren, zurückkehren. Die Kosten für Kraftstoff und Wartung betragen knappe 1000 Euro. Naja, macht ja auch so viel Spaß, ne? Da können wir noch Stunde 3. Das heißt, wir werden jetzt hier mal gleich speichern. Wenigstens eine Kollegin oder ein Kollege, Jack R. Punkt, hat Kohle gemacht. Wenn wir jetzt schlafen gehen, können wir hoffentlich morgen früh dann den LKW gleich kaufen. Dann hat er den, dann kann er wieder Kohle machen wiederum.
Das heißt, wir müssten noch einen Kollegen einstellen, in der Theorie, der dann auch gleich einen LKW bekommt, sobald wir dann wahrscheinlich ankommen, in Oslo oder so. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir natürlich da auf den Rastplatz kommen. Biege nach links ab. Wir haben hier natürlich... Ja, weiß ich. Ist mir bewusst. Danke dafür. Wir haben hier natürlich einen Gigaliner, ne? Also das ist nicht so einfach, den abzustellen irgendwo. Wollen natürlich auch niemanden zuparken hier, ne? Okay, lass uns eine neue Route finden. Biege nach links ab. Warum können wir jetzt nicht weiterfahren? Ist hier eine Alpha-Wand oder was? Hier ist irgendwo eine Alpha-Wand tatsächlich. Route neu berechnen. Links abbiegen und dann rechts abbiegen. Neu berechnen. Die klauen unsere Stellplätze. Licht aus, Motor aus und eine Ruhepause. So, warte mal, wir haben jetzt 101.000. Reicht das für... Ach Quatsch, Garage kommt, sag ich schon. LKW-Händler. Reicht das für einen MAN? Ja, gerade so. Der muss nach Orleans, Madrid. Orleans. Und zwar dem Fahrer hier zugewiesen werden. Zack. Theoretisch können wir schon direkt den nächsten Kollegen einstellen, aber auch nur theoretisch. So. So, der freut sich doch sicherlich, oder? Jetzt müssen wir aber erstmal 100.000 machen. Also, hier jetzt einen guten Fahrer zu finden, ne? Wir können immer mal so zwischendurch gucken, ne? Aber ganz entspannt. So, dann fahren wir mal los, würde ich sagen, ne? Zack, in die 1 rein. Zack. Biege nach rechts ab. Neue Route finden. Oh gut. Biege nach links ab. In der Hoffnung, dass er jetzt nicht getroffen wird. Aber das sollte passen, gerade so. Ja, sag ich ja. Ne Schatzi, ne Hundi. Hab euch beide lieb. Immer geradeaus. So. Ja, jetzt versuchen wir natürlich die Nacht, also Mitternacht Donnerstag rauszukitzeln, ne? Das heißt natürlich Gas, Gas, Gas. Immer geradeaus.
Weiter, immer weiter. Weiter, 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 weiter. Kannst du ruhig Gas geben, weil den werden wir gleich schön überholen. Na siehste, jetzt machen die ganzen Kollegen hier endlich Kohle. Na siehste, wir hätten auch noch ein bisschen weiterfahren können. Na, jetzt ist es zu spät. Egal. Das können wir auf der Kartenansicht nicht wirklich immer einsehen. Schön ausrollen lassen gerade. Moin! Die Polizei hat uns nicht angehalten. Hier links hätten wir stehen können. Ja, jetzt ist es auch zu spät. Ist jetzt auch egal. Wir haben noch knapp 49 Stunden vor uns, also fast volle 2 Tage, die wir hier noch durchfahren müssen. Hier hätten wir auch noch vielleicht anhalten können, ne? Immer geradeaus. Weiter, immer weiter, immer weiter, 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 weiter. Oh Gott. Sorry. Wir haben Zeitplan. Aber wir wollen nicht zu spät kommen. Immer weiter, 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 weiter. Also wenn wir jetzt Mitternacht schaffen, dann ist schon Respekt. Das für Überlandtouren, also... Ich habe es ehrlich gesagt, wie gesagt, ich habe das letzte Mal Mai-Simulator hier gespielt. Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober. Ja, das ist fast ein halbes Jahr her, ne, dass ich letztes Mal hier Simulator aktiv gezockt habe. Aber ich würde mir auch so viele Verbesserungsvorschläge eigentlich wünschen. Hatte ich aber schon mal gesagt, dass man hier automatisch den Fahrern zuweist, ey, du fährst jetzt die und die Strecke, ne, fährst jetzt die und die Tour. Und dass er zurück zu nicht leer fährt, sondern zum Beispiel, wenn er eine Strecke zum Beispiel Berlin-München hat, ja, dass er nicht dann, okay, München finde ich keine Strecke nach Berlin, Pech, sondern München-Leipzig und Leipzig-Berlin dann, so, wisst ihr? Anetta hat 18.000 eingenommen. Anetta, ich liebe dich. Lass uns heiraten, bitte. Immer geradeaus. Torno. So eine ähnliche Stadt gibt es auch in Brandenburg. Oder Dorf oder was auch immer Torno ist. T-O-R-N-O-W. So rum. So, 2,8 Kilometer noch.
Ja. Ich muss ja schon sagen, also der LKW sieht immer noch sehr, sehr nice aus. Warte mal ganz kurz, wie war denn das? War das hier? Ja, Licht. Martin P. konnte keinen Auftrag finden. Martin, das ist schlecht. Sehe ich jetzt da 4000 minus? Naja, gut. Besonders erfreut bin ich nicht drüber, sage ich dir ehrlich. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Sorry, ich sollte den Blinker setzen. Schönen guten Tag. Okay, lass uns eine neue Route finden. Neue Route? Du hast gesagt, rechts abbiegen. Ach so, wir hätten da gerade ausfahren. Ach, naja, gut. Jetzt fahren wir halt hier lang. Demnächst links abbiegen. Die hat gesagt, ganz klar, rechts abbiegen. Ich bin rechts abgebogen, war falsch. Biege nach links ab. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. So, jetzt geht's erstmal von Finnland nach Schweden rüber. Und statt, wie von mir behauptet in der letzten Folge, von Finnland nach Norwegen zurück. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Wir müssen irgendwann auch nochmal hierher rüberfahren, ne? Und dann nach Spitzbergen. Von dort aus hatte ich damals immer richtig geile Aufträge. Aber ich weiß nicht, ob sie das inzwischen schon, ja, in Anführungszeichen minimiert haben, ne? Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen.
Nimm diese Ausfahrt. So. Lass mich raten, wenn ich jetzt mal gerade. Naja. 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 Gibt Schlimmeres, ne? Gibt Schlimmeres. Ich bin mal gerade am Handy. Keine Nachricht, gut. So 0.34 Uhr, also eine Stunde haben wir jetzt schon rausgeholt. Ich will meine Ziele nicht zu hoch setzen. Ich bleibe erstmal bei 0 Uhr Mitternacht. Ne? Wenn wir 23 Uhr Mittwoch schaffen, umso besser. Ja? Liegen wir immer noch super am Zeitplan. Für mich ist halt nur wichtig, diese eine Stadt da mitzunehmen. Sind wir jetzt? Wir schon. Ja, das dauert noch. Ah ja, Norwegen. Norwegen. Wird es bestimmt heißen. Bitte links halten. Besser ist. Besser ist, VW. Besser ist. Hat sich bestimmt nur verfahren. Ich liebe diese leeren Straßen. Das ist echt nice. Hab echt ETS ein bisschen vermisst. Kommt zwar auch nur einmal wöchentlich. Dafür müsst jetzt mit der Folge parallel. Kommt da schon Citybus Manager? Ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, aber Mitte November müsste jetzt. Warte mal. Nee, ab nächster Woche müsste es laufen. Das ist jetzt Folge 95, glaube ich, ne? Ja, Citybus Manager müsste schon laufen. Und das läuft noch. Ach, hör bloß auf. Es läuft noch viel zu viel. Also läuft, ich glaube, ich habe 65 Folgen oder so. Also Staffel 1 und 2 gefühlt zusammen, ne? Aber Staffel 1 und 2 war ja auch ein reines Lag-Konzert. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Jetzt, es geht schon. Also es war auch teilweise nur noch 10 FPS, aber ja. Ja. Das letzte Mal, als ich CBM geöffnet hatte, Alter, ich habe einfach nur mir gesagt, nee, leck mich am Arsch. Ich habe einfach kapituliert, so gesehen. Nee, Folge 71 müsste rauskommen. Genau, Folge 71 ist die, boah, da war ich echt am Ende. Aber da werde ich schon noch mir überlegen. Ja, da bin ich ja dabei. So, 2600 Kilometer noch.
Etwas weniger als 2 Tage sind wir da. Na gut, setzen wir uns mal das Ziel 23 Uhr. Mittwoch. Da hat jemand wieder Einkommen gemacht. Kim I hat Einkommen gemacht. Also Kimi, ja. Der gute Kimi. Bruder von Kim Jong-un. Also Kumu. Kimu. Kim Jong-un. Kim Jong-un. Ja. Wollt euch nun wieder wecken. Ist das ein Tesla? Mir wird schlecht. Ich hatte auch überlegt, ob ich eine Garage vielleicht im Norden irgendwo mache. Im Norden haben wir ja auch die großen, teilweise Fernfahrten und so, ne? Die richtig gut Kohle einbringen. Ich ziehe euch alle ab. Früher oder später. Immer geradeaus. Spielverderber hier vorne. Zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Tja, nur vorgedrängelt. Ha. Also vor dem PKW. Jetzt haben wir so langsam Mitternacht erreicht. Jetzt haben wir es. Das gefällt mir. Immer geradeaus. Wenn wir vor mir nicht zu schnell fährt, sollten wir auch nicht geblitzt werden. Hallo Kamera. Wir müssen uns natürlich in 6 Stunden noch wieder gucken, wo wir einen Platz zum Rasten haben. Ne? Die Fracht hat 0,3% Schaden?
Von was bitte? Also ohne Scheiß jetzt gerade, das weiß, also dass der LKW immer noch 10,1% Schaden hat, davon weiß ich ja. Aber die Fracht? Das ist mir komplett neu gerade. Okay. Enttäuschend. Naja, gut. Es gibt fette Abzüge. Finde ich sehr gut. Rechts halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Nimpfü. Überhaupt keine Spritverschwendung, ne? So. Siehst du, die nehmen ohne mich schon Kohle ein. Also die haben jetzt knapp 30.000 in den ersten 5 Stunden gemacht. Also sportlich, Jungs. Sportlich. Oder Mädels, ne? Sind ja auch ein paar Frauen in meiner Firma. Rechtsfahrgebot. Immer diese Busfahrer. Was haben wir überhaupt geladen? Ach, Motorroller, natürlich. Haben wir nicht vorher schon Motorroller geladen? Ich hab's actually vergessen. So, und da kommt von Else kommt die nächste Kohlerin. Wisst ihr was? Ich guck mal gerade was nach. Moment, ich bin gleich wieder da. So, ganz kurz. Nee. Ich glaube, ich habe nämlich was... ich habe jetzt was gemacht. Neues Spiel schon speichern jetzt. Das ist wichtig. Startmenü. Ja. Ich habe es bereits in der letzten Folge angesprochen. Ich hoffe, dass das jetzt wirkt. Warte mal. Bitte sei drinne, bitte sei drinne. Okay, ist nicht drinne. Kann ich... Ich weiß jetzt gerade nicht. Kann auch sein, dass ich nochmal neu starten muss. Ja. Ich muss mal gerade gucken, wo die... Ich bin gleich wieder da. Einen Moment. Aha. Das sind alles DLCs. Oh Gott. Ah, guckt mal hier. Ich werde die von der Priorität sehr weit oben setzen. Vielleicht so hier. Änderung bestätigen. So, ich werde mal ganz kurz noch hier reingucken, weil... Ich hatte hier was gesehen, was mir doch sehr interessant vorkam. Also, wir haben hier nämlich einen Germany Paint irgendwas Job. Dragon Truck Design. Ich guck mal gerade, ne? Der sagt mir aber, ich müsste das Spiel besitzen. 2 €. Naja. Wirklich großartig sehen die jetzt nicht aus, ne? So. Dann gibt's hier noch das German Paint Job. War da irgendwo? Hier. Wir sind ja eine deutsche Firma. Von daher würde ich das, also ich würde das für 1 € kaufen, Tatsache. Für mich selbst kaufen. Problem ist aber, mein PayPal-Account. Die Transaktion ist fehlgeschlagen, weil sie versuchen, eure Truck Simulator 2 German Paint Job Pack zu kaufen, was den Besitz von Euro Truck Simulator 2 voraussetzt.
Wir haben ETS 2. Also, es ist so, es ist gerade ein bisschen doof, ne? Also nicht doof, aber es ist, ja, keine Ahnung. The fuck? Raven Truck Design. Zeig mal her, wie sieht denn das aus? Oh ja, geht. XF Tuning Pack. Was ist das denn bitte? Ja, aber was bringt mir das mehr? Have you ever been to truck show? You would see the amount of love is paid. With million possible combinations of aftermarket parts included. Also ist bei Zusatzinhalte drin. So, ich guck mal ganz kurz nach, ne? Mal gucken, was mich interessiert. So, da sind wir zurück. Ich habe die Mod mal gerade eben geladen. Und oh, jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend. So. Unus Momentus. Was ist das denn? Ich hab's ehrlich gesagt vergessen. Oha. Lass uns Oh, loslegen. geil! Geil! Okay, Moment. Geil! Es hat funktioniert. Ich liebe es. Warte mal, da muss ich mir ganz kurz die Internetseite mal einspeichern. Und zwar unter meinem Game Mods Ordner. Ich habe hier eine Internetseite Fat Free Card Pro, aber da ist schon Download raus. Das heißt, ich werde die mal löschen. So, wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann haben wir die ganz einfach geladen. Super. Spring, New Summer, Late Autumn, Mid Winter, Realistic Building Lights, Paris Rebuilder. Realistic Building Lights. Naja, es geht. Es geht. Was haben wir hier? Paris Rebuild ETS 2. Ja, ist für 1.47. Wir sind schon bei 1.48. Ach so, das ist auch kompatibel zu 1.48.5, sagt er zumindest. Separate Mods for Base ETS 2 Maps und Pro Mods. Okay, es ist eine separate Map. Schade. Aber gut. So, jetzt bin ich aber mal. Jetzt, ich bin hyped. Ich hab Bock, Angriff. Ah, okay. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Muss ich mal gerade gucken, ob hier nicht. Nimm diese Ausfahrt. Warte mal ganz kurz. Mal ganz kurz das Licht wahrscheinlich einstellen. Ja, okay. Ist schon. Okay. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Ob eine realistische. Ob das jetzt realistisch genug. Also, ich mache zumindest das Feeling. Nimm diese Dass Ausfahrt. es Winter ist. Man rutscht hier, also bei dem Schnee,
verspreche ich euch, würde man so schnell wegrutschen, das würdest du gar nicht mal mitbekommen, dass du schon weggerutscht bist. Deswegen habe ich es gerade mit der Feststellbremse versucht. Aber der bremst auch sehr, sehr gut, sehr, sehr schnell runter. Deswegen, ja, schwierig, das jetzt einzuschätzen. Ob das jetzt wirklich zu dem Frost, wirklich diese Frosty Wintermod ist oder nicht. Immer geradeaus. Immer weiter, immer weiter. Ich wäre schon längst ausgebrochen. Also wirklich bei der Schneedecke verspreche ich dir, wäre ich schon längst ausgebrochen. Nimm diese Ausfahrt. So. Oh Gott. Oh! Was war das denn? Was zum Teufel war das denn? Einfach mitten was auf der Fahrbahn. Ja, und die können einfach so durchfahren und ich nicht, oder was? Yo, what the fuck? Yo, what the fuck? Ja, Totalschaden. Wir können nochmal neu laden, verspreche ich dir. Nein, nicht speichern. Um Himmels Willen, bitte nicht speichern. What the fuck? Warte mal, ich muss mal gerade nochmal pausieren. Moment, ich hab gerade noch einen Einfall. So, jetzt habe ich was. Das hat nur eine Dreiviertelstunde gedauert. So, hier oben. Okay, das ist der Fotomodus. Funktioniert nicht. Super. Ganz toll. Ich dachte eigentlich, warte mal. Ich bin gleich wieder da. Es ist heute hin und her. So, nun aber. Das ist aber auch so, warte mal. Ich kann jetzt hier nämlich drücken. Ach, gucke mal. So, und da muss ich eingeben. G_automatic_high_beams unknown comments. Muss ich alles groß schreiben? Ja, wa? Okay. Automatic high _ beams. Unknown comment. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. G-Auto, das muss alles klein geschrieben werden, zumindest bei ihm hier. Okay, also G_automatic_high_beams. Ah ja! Geil! Gefällt mir. Gefällt mir, super. Jetzt haben wir nicht automatisches Fernlicht. Also, ups! Gott, jetzt habe ich... Entschuldigung! Jetzt habe ich meinen kompletten Rechner gesperrt hier. Mir erstmal mein Passwort wieder eingeben. Unos momentos, bitte.
gebe das Passwort zum zweiten Mal falsch ein. Heieiei. So, jetzt aber. So, jetzt kann es losgehen. Jetzt können wir fahren. Hoffentlich. Ist die Weltkarte irgendwie zurückgesetzt? Wir fahren immer noch da lang, wir fahren immer noch über die Insel. Sehr gut. Oh, automatisch Highbeams. So, das klingt doch erstmal noch Spaß. Ich habe übrigens Pikachu eingeladen. Aber der will nicht kommen. So. Fertig zum Losfahren. Unus Momentos, jetzt muss ich erstmal gucken. Kann nämlich sein, dass er doch, das hat er gespeichert, aber das hier hat er nicht gespeichert. So, Maximilian macht jetzt, okay. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Ich guck mal gerade, weil wir sind ja sowieso dabei. Gameplay. Aber was bringt das genau? Bevorzugte Auftragslänge. So. Also, wenn es nach mir geht, 150%, so, wisst ihr? Parken für Geübte, zufällige Straße, Maus umkehren, Getriebeart. Uneven Surface Simulation, naja. Geschwindigkeitsbremse aktivieren, automatischer Retter, automatischer Motorbremse. Anti-Lock Braking. Braking? Oder ist nicht mit CK geschrieben? Break? Warte mal. I'm Braking. B-R-A-K. Nee, Break. Okay, ja, nee, dann stimmt's. Traction Control. Notbremssystem. So, ich behalte das mal im Auge. Warte mal, Tasten und Knöpfe. Controller-Einstellungen, hier war nichts, ne? Also nicht großartig. Hier nehmen wir mal lieber ein bisschen gerade Zahlen. Schön, dass das jetzt hier angezeigt wird. Er ist ein relativ neues Getriebe. Ne? Splitter fortgeschritten, bla bla bla. Ne, den haben wir leider nicht. Cursor-Geschwindigkeit 1000. Ich mag das nicht, wenn es so ungerade ist. Bei 5% sage ich noch nichts.
Genau. Gut, Grafik gibt es jetzt erstmal keine neuen Erweiterungen, ne? Ja gut, über die reden wir mal nicht. Gut, na dann fahren wir doch mal ein Stückel weiter. Also automatisches Dings macht er gerade eben noch nicht. Schauen wir mal, was wird. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. So, jetzt nicht wieder in die Dings hier reinfahren, ne? Die hier gleich wieder kommt. Mitten auf der Straße, sorry, aber wer das platziert hat, also der gehört wirklich gestraft. Nimm diese Ausfahrt. Bin schon dabei. Bei 1 heißt er immer aktiv. Immer geradeaus. Immer weiter, immer weiter. Gezogen, Wichser! Am Kreisverkehr erste Ausfahrt So, nehmen. jetzt wird es gleich wieder interessant hier. Nimm diese Ausfahrt. Aber der macht das nicht mit dem automatischen Highbeam, ne? Der ist auch wirklich dann aktiv. Da mitten auf der Straße, oder er macht es automatisch aus. Das kann auch sein. Alter, 20.000, Lukas. Holy shit. Bist du des Wahnsinns? Also aktuell scheint das nicht auszumachen. 1200 von Hanker. Ist 0. Warte mal, lass mich mal ganz kurz gucken, ob da irgendwie. Ach, High Beams 1 heißt das. Oh Gott. Ich muss einfach nur Leerzeichen und dann 1 einfügen. Oh mein Gott. Ja, sorry, ich habe mich noch nie damit auseinandergesetzt. So, warte mal. Jetzt macht das alles automatisch, ja? Jetzt bin ich aber gespannt. Aktuell ist ja noch nichts an. Ich werde jetzt auch erstmal nichts drücken, ne? Also. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Ja! Geil! Entschuldigung. Das ist echt nice. Das gefällt mir wirklich. Das ist so geil! Das ist so geil! Ich freue mich wie ein Kind.
Dann gucke ich mal zwischen dieser und der nächsten Folge, ob ich noch irgendwelche Commands finde, die das übrigen, zum Beispiel automatische Geschwindigkeit zum Beispiel und so weiter, ne? Alter, das wird nice. Hoppala. Naja, nachher fahren wir da noch wieder, ne? Ich kenne das ja. So, jetzt haben wir Schnee drin, jetzt haben wir automatisches Fernlicht und so drin. Nice. Was will ich mehr? Automatisch Speed noch. Ansonsten vielleicht automatisch, automatisch Licht an und aus. Aber da, zack, zack, zack. Nice. Kannst du gleich auslassen, genau. Boah, ich liebe es. Hab nur kurz gegrüßt, auch wenn er jetzt blind ist. Oh, schön. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Da schaue ich mir mal gleich dann ein schönes YouTube-Video zu an. Diese Ausfahrt. Muss ich das dann immer wieder neu machen oder speichert der das automatisch? Auch automatischer Tempomat und so, das wäre so fucking nice. Also nicht nur automatische Geschwindigkeit, dass er runterbremst, sondern auch gleich noch Tempomat reinknallt, ne? Wehe, du schaltest jetzt auf Rot. Immer geradeaus. Ich hasse dich. Weiter, immer weiter. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Jawohl. Ich werde mal noch gucken, dass ich irgendwelche Winter nicht nur, also hier Dings, also winterrealistische, weil so schnell wie wir hier wegrutschen, es passiert halt nichts, ne? Also literally. Es sieht zwar nice aus, aber es wäre noch geil, wenn man wirklich in den Kurven rausrutschen würde. Oder wenn man bremst, ja, dass dann wirklich der Anhänger vielleicht auslegt. Weil der Anhänger, der drückt. Ist so. Kann mir jeder LKW-Fahrer berichten. Also bestätigen. Ja, der Anhänger drückt immer nach vorne. Weil der Anhänger, natürlich kann der Anhänger auch gebremst sein. Wird er auch, zumindest in den druckluftgesteuerten Systemen wird er gebremst. Aber bremst du halt so hart, ist halt die ganze Masse, die ist ja im Anhänger drin. Natürlich wiegt der LKW die Zugmaschine an sich auch. Aber die meiste Ladung ist halt hinten drauf, im Anhänger drinne. So, und die drückt halt nach vorne, weil die hat keine eigene Bremse. Die folgt halt nur der Gravitation, beziehungsweise den Fliehkräften. So. Von daher... Ja, ich habe diese Konsolen noch nie geöffnet, ja. Also, Leute, Schande über mich, ja. Aber ich habe diese Konsolen noch nie geöffnet, ja. Also, ich musste allein gerade in die Config rein und die Konsole überhaupt erstmal aktivieren. Ja, also, das war für mich gerade schon so. Okay. Aber ich habe dafür ein Programm. HX nennt sich das, glaube ich. Dass das automatisch macht. So, wir können jetzt automatisch Fernlicht ausmachen. Jetzt können wir mit Ablendlicht ganz entspannt fahren. Ich werde zwischen den nächsten Folgen nochmal gucken, ob ich ein paar Configs finde. Wie gesagt, automatische Geschwindigkeit wäre nice. Ja, das hat das, also automatische Tempomat. Beziehungsweise ja. Wir haben jetzt schon wieder 67.000. Also in den ersten 8 Stunden haben wir schon wieder knapp 70.000 gemacht. Ja, also meine Mitarbeiter arbeiten. Das ist super. Pro Tag circa 100.000. 200.000 vielleicht. Ist super. Freut mich. Ich weiß zwar nicht, was hier passiert. Ah, warte mal. Das ist eigentlich sogar wintermäßig realistisch, dass die hier so weit links fahren. Also dass die in D
dieser Spur hier fahren, weil die natürlich nicht wissen, okay, wie genau ist jetzt die Spur. Ich möchte jetzt nicht zu weit rechts fahren. Das ist vollkommen in Ordnung und aus meiner Sicht auch ein sehr realistischer Faktor. Hier gehen sie wieder alle rüber. Oh Gott. Oh Gott. Also er bremst schon auf den Vordermann automatisch runter. Das ist sehr gut. Und wir haben 23 Uhr rausgeholt. Das ist auch sehr nice. Na gut, wir fahren jetzt auch größtenteils nur Autobahn, nicht über Land. George hat 500 Euro eingenommen. Herzlichen Glückwunsch. Wir sind reich. Jetzt muss ich doch nochmal eingreifen. Weil das hätte ja Ritale jetzt nicht geschafft. So, dann würde ich sagen, beenden wir für Dings hier die Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge und bis dahin versuche ich nochmal realistische Mods reinzuholen. Jo, bis dahin. Tschüss.